Wir sind wieder unterwegs und zwar ab auf den Berg Mitte August. Heiß ist es. Wir hoffen, dass es dort etwas kühler wird. Los geht's. Kurzer Zwischenstopp in Liezen. Hier gibt es an der Sporthalle einen offiziellen Stellplatz und der war jetzt Mitte August bummvoll belegt, abends als wir ankamen, und wir sind dann hier auf einen Ausweichparkplatz gefahren. Hat gut geklappt, aber es ist einiges los. Wir sind gespannt, wie es auf der Alm wird. Nach unserer Kanarenreise hatten wir beschlossen, eine Reisepause einzulegen. Erstens hatten wir zu Hause viel Arbeit und viele Termine, die sich irgendwann einfach aufstauen, wenn man mehrere Monate unterwegs ist. Zweitens waren wir etwas reisemüde und drittens versuchen wir den Hochsommer, wo es überall voll und teuer ist, ohnehin zu Hause auszusitzen. Kurzer Versorgungsstopp, wir sind gestern völlig spontan aufgebrochen und dementsprechend ist der Kühlschrank noch ziemlich leer und ein bisschen was brauchen wir zum Knabbern auf der Alm. Aber nur zu Hause zu sitzen halten wir dann auch nicht ewig aus und so stand dann doch der eine oder andere Ausflug an. Nachdem wir drei der Ausflüge nicht gefilmt hatten, entstand beim vierten wieder die Lust, die Kamera in die Hand zu nehmen. Unser erster Pflichtstopp ist die Loseralm, denn Euler möchte seit Wochen wandern gehen und endlich lasse ich mich überzeugen. Die Loseralm kennen wir von unserem Besuch 2020 und wir sind gespannt, was sich dort getan hat. Wie beim letzten Mal, die Loser Panoramastraße zieht sich schon ein wenig, viele Kehren, bis man oben ist. Und mittlerweile richtig teuer. Wir müssen den Preis erst aus unserem letzten Video zu dieser Destination raussuchen. Es war damals nicht günstig und jetzt ist es teuer. Die Mautstraße alleine 20 Euro und das Übernachten mit dem Camper dann nochmal 15, wobei da die Steuer, die Taxe nicht inkludiert ist. Da kommen nochmal 6 Euro dazu für uns zwei. Ja, 41 Euro für einen reinen Parkplatz. Das ist nicht schwer, aber der Lage geschuldet. Wir freuen uns auf die Ausblicke. Willkommen also zu einer Reise ins steirische Salzkammergut Mitte August. Wir flüchten nicht nur vor der städtischen Hitze, sondern versuchen auch herauszufinden, ob man in Österreich im Sommer noch frei und spontan reisen kann oder ob man sich diesen Versuch ohne Reservierung sparen sollte. Nach oben hätten wir es geschafft, aber die Parksituation ist angespannt. Die Parkplätze sind extrem eng und wir versuchen halt der Ruby etwas Schatten zu verschaffen. Das ist schwierig, weil so wie wir jetzt in der Lücke stehen, können wir kaum aus- und einsteigen. Ja, wir überlegen noch, vielleicht fahrt ja einer der Kollegen ab. Ich glaube nicht, dass zu diesem Preis hier viele mehrere Nächte bleiben, aber wir wissen halt nicht wer. So, jetzt aber angekommen und eingepackt. Irgendwer von euch hat kürzlich behauptet, dass die Euler immer nur beim Kochen drauf sei und immer kochen müsse. Stimmt nicht, ich koche so oft, nur ich filme das nicht. Aber damit das nicht mehr behauptet wird, Beweis. Wurzelgemüse mit Buchweizen. Wie schmeckt's? Wunderbar. Ich finde auch, schmeckt gut und die Aussicht. Und dann geht's auch schon ab auf den Berg. Wir gehen's an. Erster Programmpunkt, Wanderung auf den Loser rauf. Vom Loser hat die Mautstraße und die Alm ihren Namen.
und wir waren noch nicht oben beim letzten Mal, war ich noch sportunfallsmäßig geschädigt und wir konnten eine kurze Wanderung um den See da oben machen. Und jetzt hat unsere Stunde geschlagen. Wir schauen darauf. Was da drüben ist übrigens der Dachstein, der höchste Berg der Steiermark. Ein bisschen Gletscher gibt es noch, aber wie alle Gletscher wird er jedes Jahr leider ein Stück kleiner. Kühl ist es auch hier nicht, aber es ist trotzdem relativ angenehm. In Graz haben wir heute 30 Grad und hier sind es 20. Das macht das Wandern auch erträglich. Das ist jetzt das sogenannte Loser Fenster und es ist tatsächlich ein Fenster. Ein zugiges Fenster ist es noch dazu. Du wirst einem richtig kühl. Angenehm. Auf der Wanderkarte sieht es sehr moderat aus und plötzlich sind wir auf einer wilden, rutschigen Kletterpassage. Wir hoffen, es bleibt nicht so, weil damit haben wir nicht gerechnet. Wir wollten eine lockere Wanderung haben. Es ist gleich aus. Schaut euch, da ist es flacher. Aha, und da oben ist schon der erste Gipfel, der Hochhänger. Huhu! Eine Aufschrift, Hochanger, 1838 Meter. Ui. Der Buch ist nicht mehr in super Zustand. Nicht mehr ganz neu, das Gipfelbuch am Hochanger. Während sich die Olli damit beschäftigt, schauen wir mal darüber. Das wäre unser Ziel. Was wir nicht gewusst haben, ist, wie weit es da jetzt wieder nach unten geht und dann wieder hoch. Und wir sind halt jetzt schon etwas spät dran, 17.30 Uhr. Um 20 Uhr geht die Sonne unter, aber was noch blöder ist, sie geht da drüben unter. Das heißt, dieser Teil ist bereits jetzt im Schatten. Wir werden die Wanderung wohl abbrechen sozusagen, aber es ist ja kein richtiger Abbruch. Wir sind ja am Gipfel, halt nicht am Gipfel des Losers gelandet, sondern am Hochanger. Aber der ist fast genauso hoch, ihr seht ja. Wenn wir jetzt gerade rüber marschieren könnten, dann wären wir in 2 Minuten da, aber das klappt nicht.
So, wie sieht's aus? Gibt's einen Stift? Im zerbrochenen Zustand. Ich habe aber einen mit. Ein historisches Gipfelbuch von 1838 anscheinend. Das ist die Höhenangabe. Ja, das glaubst du, aber so wie es aussieht, kommt das aus dem Jahr 1838. Was meint ihr? Weißt, das könnte stimmen. Das hat irgendein Mönch im Kloster unten ursprünglich. Schau, erst letztes Jahr angefangen. Vom letzten Jahr? So gehen die Leute mit Gipfelbuch herum. Dann schreiben wir mal was. Ich bin kurz nachsehen, wie es weitergehen würde, weil ich würde schon noch gerne rüber. Hab der Ola auch angeboten, das alleine zu machen, aber das will sie nicht. Ja, sie mag eher nicht mehr und ich glaube, ich werde auf sie hören. Wir haben am Teide auf Teneriffa ja gesehen, dass es nicht immer so gut ist, über seine Grenzen zu gehen. Und wenn die Frau sagt, es passt, dann passt's. Schade, aber einen Gipfel haben wir. Es zählt. Na dann, es geht wieder abwärts. Ja, teilweise ist es etwas steil und etwas rutschig. Diese Felsen wurden schon von Millionen von Füßen begangen und sind schön rund geschliffen. Bald haben wir es geschafft. Ja, war jetzt keine lange Wanderung, etwa 1,5 Stunden hin und retour. Aber sie war schön und darum geht's doch. So, letzte Pause. Die Eula hat nämlich Jausenbrote geschmiert und nachdem die Wanderung nicht so lang war, haben wir jetzt welche übrig und die wollen wir nicht bis ganz nach unten mittragen und deswegen werden sie jetzt noch schnell verzehrt. Sonne. Ihr seht, unser Camper ist jetzt schon im Schatten. Ist uns heute egal, wir wollten ja primär wandern gehen. Aber der schönere Parkplatz ist der zweite unten. Den habt ihr vielleicht gesehen, wenn ihr in unserer YouTube-Anfangszeit schon dabei wart. Da haben wir euch den schon einmal gezeigt. Wenn nicht, dann verlinken wir das Video in der Einblendung. Könnt ihr es nochmal ansehen. Wirklich sehr schön da unten von der Aussicht her, aber dafür habt ihr halt ein wenig Höhenmeter mehr, wenn es ans Gipfelwandern geht. Fast entkommen. Hi Ruby. Da sind wir wieder. Guten Morgen, es geht schon wieder abwärts, zweiter Tag hier in der Region. Einen kurzen Stopp machen wir jetzt noch im unteren Parkplatz für einen schönen Blick auf den Dachstein und auf Alter See. Wir wollen zum Grundlsee und hoffen, dass wir dort auch Platz bekommen. Deshalb versuchen wir es recht früh. Es gibt dort einen Stellplatz, der keine Reservierungen akzeptiert. Das ist uns sympathisch, aber das bedeutet, dass man auch zur Checkout-Zeit dort sein sollte, um einen Platz zu bekommen. Hier oben am Parkplatz zur Losalm war es heute Morgen ziemlich voll, noch voller als gestern Abend. Und ja, wir wissen nicht, ob es klappen wird oder ob wir heute den Tag mit der Suche nach einem Platz verbringen. Aber eine Dreiviertelstunde Fahrt und wir wissen mehr. Wie ihr seht, ein Teil der Straße hier auf dem Loser ist zurzeit Baustelle. Da rumpelt es ein wenig, aber kein Problem. Breit genug, zumindest zumeist.
Die Übernachtungspauschale bezahlt man entweder an der Mautstation in bar, man kann den Betrag aber auch überweisen. Eine sehr schöne, aber auch sehr schmale Straße hier zum Grundlsee. Ich weiß nicht, ob das die Hauptverbindung ist oder eine Abkürzung vom Navi, aber sehr, sehr schön. Wir sind jetzt auch am Camping Themer vorbeigekommen bei Altersee. Den haben wir gestern schon gestrichen, denn auf seiner Website ist er uns YouTubern gegenüber relativ unfreundlich. Jegliches Filmen verboten am Campingplatz und am Campingplatz dann halt nicht. Und da sind wir schon am wunderschönen Grundlsee, wirklich eine traumhafte Kulisse. Wir haben aber noch ein Stückchen Weg vor uns, wir müssen ganz ans hintere Ende des Sees. Dort gibt es einen Campingplatz und einen Stellplatz. Wir sind gespannt, ob wir dort bleiben dürfen. Gleich wissen wir mehr. Ein bisschen was ist los hier und wie wir im Internet gelesen haben, ist das Parken für Wohnmobile nachts auf allen Parkplätzen rund um den Grundlsee verboten. Da gibt es Strafzettel in der Höhe von 50 Euro oder vielleicht sind es heuer auch schon wieder etwas mehr. Also lieber nicht machen und hoffen, dass der Campingplatz was frei hat. Ja, der erste Versuch war gleich mal ein Fehlschlag. Der Stellplatz ist bummvoll. Eine Parzelle war frei und wir haben schon vorlockt, aber die Nachbarn haben uns bedeutet, da ist voll. Jetzt versuchen wir es beim größeren Campingplatz. Nein! Auch am zweiten Campingplatz haben wir Pech gehabt. Die paar Parzellen, die noch frei wären, sind reserviert. Jetzt wissen wir nicht, was wir tun. Ja, Salzkammergut im Sommer. Ohne Reservierung schwierig. So, der nächste Versuch. Hier gibt es einen Privatparkplatz und der Automat bietet ein 24-Stunden-Ticket an um 8 Euro. Die Frage ist, dürfen wir dann bleiben oder nicht? Nicht so leicht rauszufinden. Das ist nett, man kann für 24 Stunden bezahlen, bleiben darf man aber nicht. Die Grundlsee-Methode. Nice. Nachdem wir an einem See wohl nichts bekommen werden, jetzt am Wochenende, haben wir uns für einen kurzen Badeaufenthalt entschieden. Paula und Ruby sind hier irgendwo in Richtung des Sees verschwunden. Jetzt hat mir die Olli eine Nachricht geschickt, dass sie den See gefunden hat und dass es da einen schönen Strand gibt. Ich hoffe, ich bin am richtigen Pfad. Gleich wissen wir mehr. Aber hier gibt es Fußspuren. Also irgendwer ist hier gegangen. Vielleicht waren es Menschen, vielleicht waren es Rehe. Aber ich komme dem See näher. Und auch der Olli. Aha. Da ist der eigentliche Weg und da ist die Olli mit der Ruby. Yeah, I know. It's very mean. Yeah. Come here, Ruby. Let's go home. See ya. See ya. You have the key? Yep. Okay. I hope so, because nobody else does. Der Ruby ist es zu heiß. Sie würde am liebsten hier im Schatten des Waldes bleiben. Und die Olli sagt, am Strand ist es zu busy oder zu wenig schattig, habe ich nicht genau verstanden, für sie. Und deshalb macht sie Station im Camper und dann genießen wir die Zeit am Strand. Wunderschön ist es schon, das Salzkammergut.
Aber unser bevorzugter, flexibler Reisemodus lässt sich hier zumindest im Sommer nur beschränkt umsetzen und wir fühlen uns, was die Verbotsmentalität und die Geschäftstüchtigkeit der lokalen Betriebe angeht, ein wenig an die Ostsee erinnert. Das ist nicht das, wofür wir mit dem Camper reisen, und wäre das überall und immer so, dann würden wir das Ganze wohl aufgeben müssen. Andererseits werden wir im nächsten Video sehen, woher die Verbote kommen, und können sie ein Stück weit schon nachvollziehen. Aber was denkst du darüber? Würdest du im Sommer dennoch in Österreich mit dem Wohnmobil reisen, oder ist dir das auch alles ein bisschen zu viel? Wir freuen uns auf deinen Kommentar. Warm ist er nicht, der Grundlsee, und das erste Eintauchen erfordert durchaus Überwindung. Lange möchte man erstmal auch nicht bleiben, aber bis man über die spitzen Steine am Boden wieder ans Ufer balanciert, hat die Sonne wieder genug Zeit, einem auf den Kopf zu knallen, und man kann eigentlich direkt wieder umdrehen. Beim zweiten Mal hat man sich dann schon an die Temperaturen gewöhnt und genießt die Abkühlung sehr. Aufgenommen wurde das mit der Go 3, Video dazu in der Einblendung. Auch wenn sie uns hier nicht wollen, der See ist so schön und es ist so angenehm im kalten Wasser zu baden. Wir verlängern noch eine Stunde und dann haben wir schon unser nächstes Ziel. Mehr dazu nach dem nächsten Badegang. So, jetzt kommt die Ruby doch mit zum Strand. Schauen wir mal, wie sie ihr gefällt. Ganz gut, offensichtlich. So, weiter geht's. Unser nächstes Ziel ist die Tauplitz. Wir sind gespannt, ob wir dort mehr Glück haben. Übernachten darf man da oben. Selbes Prinzip wie auf der Loseralm. Zuerst bezahlen für die Mautstraße und dann nochmal bezahlen fürs Übernachten. Wir probieren's. Und der Euler ist auch was Lustiges passiert. Wir waren mitten im Wald erkannt von Zuschauern. Es war so ein schmales Pfadl. Also ich habe die Ruby auf der Leine gehabt und habe sie aufgeklaubt und auf die Seite gegangen, damit die Leute durchkennen. Und sie sagen mir, hey, das ist ja die Ola und Ruby, wir schauen euch gern zu. Das freut uns natürlich, aber wir müssen uns erst daran gewöhnen, dass das jetzt auch in Österreich passiert, schön langsam. Vor 2 Jahren oder so hat es begonnen. Zuerst in Deutschland, dort haben wir halt am meisten Zuseher, dass wir gelegentlich erkannt wurden. In Spanien, auf den Kanaren wurden wir auch einige Male erkannt und seit heuer eigentlich erstmalig, dass wir auch in Österreich immer wieder erkannt werden. Sogar zu Hause in Graz. Wir waren letztens nur am Abend spazieren und auch da wurden wir erkannt. Also ja, das bringt halt mit sich, das YouTuber sein, und wir freuen uns, euch unterwegs zu treffen. Jetzt geht's aber los, 3/4 Stunde Fahrt, einmal wieder zurück zur Hauptstraße und dann wieder auf den nächsten Berg. Drückt uns die Daumen, irgendwo würden wir gerne ruhig schlafen heute. Vielleicht klappt's. Hoffentlich. Wie ihr seht, nicht nur am Campingplatz ist alles voll, auch die Tagesparkplätze werden komplett zugepackt, also ab dem Nachmittag 14 Uhr ist es sehr schwierig, noch einen Platz zu finden. Um 11 Uhr, da hatten wir Glück, da gab es sogar noch was im Schatten. Aber ja, am Wochenende nachmittags, da sind alle am Grundlsee. Wir jetzt nicht mehr, für uns geht's weiter. Bis später. Mhm.
Wie es uns auf der Tauplitzer geht, erfährst du aber im nächsten Video, wo wir wieder einen Berg erklimmen und ein Fazit zum spontanen Reisen im Sommer in Österreich ziehen. Bis zum nächsten Mal.